Eigentlich ist das doof. Ich brauche eigentlich einen zweiten Zweihänder. Also. Na gut, ich kann erstmal die Zweihand-Axt nehmen, ne? Aber dadurch kann ich ja meine Fähigkeiten trotzdem hier einsetzen. Ja, doch, kann ich. Da muss ich hin. Ich hatte die Hoffnung nahezu aufgegeben. Habe meinen Waldläufer erwischt. Und Kariel hat mir von euren Heldentaten erzählt. Oh, das freut mich. Einige der Truppen haben es aus dem Feld geschafft und wir haben ihre Vorratssitze zerstört. Hervorragende Arbeit. Zeig ich dir gleich. Nicht immer, zeig dass dir gleich, man wo ich bin. Mit viel Getöse und Gewese hat, klar? Trotzdem glaube ich, dass ihr mir zustimmen werdet. Auch Unterstützung fühlt sich immer gut an. Vielen Dank, meine neue Freundin. Gerne. Ich bin hier oben beim Nordfeuer. Kannst aber, wenn es geht, zum Wegschreien von Erstzeit kommen, sofern es bei dir möglich ist. Ich bin da oben. In Auridon. Also hier. Auridon und da oben. Ganz oben habe ich auch noch eine Quest. Unterwegs, supi. Soll ich zu dem Wegschrein kommen oder soll ich hier warten? Gut, ich hole mir aber erstmal meine Himmelsscherbe. Ich gehe mal davon aus, dass sie hier da oben ist. Hundertdreiundzwanzig von 250. Sehr schön. Niemand kennt meinen Schmerz. Stufe 34 bist du. Ey, ich habe einfach fast alles auf 100%, ne? Mir fehlen die Bücher noch. Das kann noch ein heiterer Akt werden. Quest, ein Wegschrein. Dann starte ich auch mal Eselquest weiter. Juhu! Ich kann die leider noch nicht besuchen kommen. Also, wobei. Na doch. Ich kann nach Davons Wacht zumindest reisen. Nach Davons Wacht komme ich. Um dir Hallo zu sagen. Oh, ich leide. Findet die Kaserne Nordfeuer? Wir haben hier nichts für Unruhestifter übrig. Solange wir fünf mal oder sechs von ihnen mitnehmen, bin ich glücklich. Ich mach's mal einfacher. Dann findest du mich einfacher, Kitty. Hab ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Yay. Sie werden uns niemals aufhalten.
komme ich dir mal ein bisschen entgegen, sofern ich hier nicht alles mitnehme an Gegner. Solange wir 5 oder 6 von ihnen mitnehmen, bin ich glücklich. Okay, ja, ich nehme hier einfach alles, was wir. Passt schon. Aua. Seht hinauf zum Leuchtturm. Was für ein Anblick. Ich hoffe, mein Morot ist in Sicherheit. Seh dich, Kitty. Seh dich. Oh, aua. Sie werden uns niemals aufhalten. Oh, schick. Schick. Schickes Kätzchen. Dankeschön. Dankeschön. Ein elegantes Kätzchen. Ninja Kitty, komm zu dich gefliegt. Ich habe halt überhaupt nicht so viele tolle Outfits, ne? Ich habe halt so gar keine tollen Outfits. Das ist noch so, Stufe 34 bin ich. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Alter, ich habe halt nur scheiß Outfits, also größtenteils. Ich habe echt nur scheiß Outfits. Also, okay, schön finde ich natürlich das Outfit. Das Outfit. Das hier ist auch noch in Ordnung. Und was ist das hier? Ja, das ist auch noch in Ordnung. Ansonsten habe ich noch überhaupt keine tollen Outfits. Naja. Naja, naja, naja. Ist nun mal leider so. Lässt sich nicht ändern. Ich habe nur einen Plan von der Steuerung. Kommt man rein, kommt man rein. Aufschwärmen. Aber hätte ich nach längerer Zeit auch nicht mehr. Wir werden uns niemals aufhalten. Aber ich finde, man kommt schnell wieder rein. Gibt halt nicht ganz so viele Tasten. Hier muss ich rein. Bernardine ist hier. Ich kann ihn riechen. Echt? Dann mal los. Hat sie ihn nicht gewaschen oder warum kannst du ihn riechen? Okay, und wo ist der Kerl? Ah, da. Hi. Die Verräterin zeigt ihr wahres Gesicht. Ui. Hier ist ein Wolf. Ein Kittywolf. Solange wir 5 oder 6 mitnehmen, bin ich glücklich. Okay, Kitty regelt. Kitty frisst die Leiche. Lass dir schmecken. Aua, aua, aua.
Ist das nicht ein schönes Kätzchen? Ist das nicht ein hübsches Kätzchen? Ist der nicht hübsch? Ja, ja, ja. Ist der nicht hübsch? Ich habe mir damals Werwolf gekauft. Kann auch andere Spiele infizieren, wenn sie wollen. Ah! Echt, das geht? Ja, ich bin halt eher so die Vampir-Fraktion. Werwölfe steht nicht so drauf. Ich weiß gar nicht, ob man zum Vampir werden kann. Wenn ja, bin ich Vampir-Fraktion. Ohne Witz, mein Mount leuchtet halt einfach. Ist das nicht geil? Leuchtemounts. Was gibt's Geileres als Leuchtemounts? Alter, ich liebe Leuchtemounts. Ich will, ohne Witz, ich will gar nicht wissen, wie das Pferd und wie der andere Wolf leuchtet. Ne? Oder der Bär. Alles in Ordnung. Ihr habt deine Seele aus Stahl, mein Liebster. Möge er uns auf ewig vereinen. Und da, okay, doch, ich bin richtig. Erste Schmiede. Wir haben es geschafft. Für gewöhnlich erst als erste Sahne, aber erste Schmiede geht auch. Gut gekämpft, Lakatska. Gleichfalls, meine neue Freundin. Und geht ja davon aus, dass ich eure Freundin bin. Zurück nach Orsinium geschleift worden. Hm. Geht mit Mauloch. Und möge Mauloch. Cetra sterben. Okay, Press abschließen. Verehrte Gäste, wir müssen... So, das Gebiet ist abgeschlossen. Dann geht's nach da hinten. Wobei ich mich eigentlich auch noch einmal nach da unten porten müsste, aber ich mache erstmal das da oben. Kitty, ich erleuchte dich. Ich erleuchte deinen Weg. Okay, so, aber in die Richtung. Und sie hatte den Tod verdient. Ouchi. Ja, das tut weh. Aua. Okay, ich bin einmal von meinem Mount geflogen. Passt. Okay. Kann ich endlich meinen Mount? Okay, ich befinde mich angeblich noch im Kampf. Ah, jetzt. Wunderbar. Kann es sein, dass ich... Oh, ich reite in die falsche Richtung. Ich komme gar nicht über den Berg hinweg. Egal, da vorne ist trotzdem eine Quest. Ich mach jetzt die Quest da hinten. Ist auch kein Problem. Servus. So, Andy. Dieser dumme Junge. Er wird umkommen. Wer? Was ist los? Mein Sohn, Sorondil, ein Abkömmling des letzten Sippenhochfürsten Rilis des Zwölften. Ich war Rilis Geliebte. Und jetzt setzt mein Sohn sein Leben für einen törichten Schatz aufs Spiel. Wie lautet sein Plan? Er will sich seinen Ahnen beweisen. Er glaubt, es gäbe tief in den Gewölben irgendeine Art Schatz. Sor wäre so gerne ein Rilis. Ich will nur, dass ihm nichts zustößt. Würdet ihr bitte auf ihn Acht geben? Jo. Ich werde tun, was ich kann. Wir kennen einander nicht, Fremde. Aber der Dank einer Mutter für eure Freundlichkeit ist euch gewiss. Okay. Machen wir. Könnt ihr mir etwas über die Familie Rilis erzählen? Das hohe Haus von Ersthalt. Haus Rilis herrschte jahrhundertelang über diesen Teil Auridons. Früher war es als eine Blutlinie bekannt, die viele stolze Krieger hervorbrachte. Bis dann der letzte Rilis kam. Ja, und das war dann wahrscheinlich der Untergang der Familie, was? Wer war der letzte Rilis? Rilis der Zwölfte. Sie nennen ihn einen Despoten, einen Mörder.
Er hielt Zwiesprache mit den Daedra und ja, beging natürlich. In den Tiefen seines Palasts schreckliche Untaten. Für seine Verbrechen hat man ihn hier eingesperrt, in den Verbannungszellen unter dem Kastell. Half er nicht bei der Gründung der Magiergilde? Ha, wenn man seinen Worten Glauben schenkt, dann war das alles seine Idee. Vanus Galerion, der erste Magier von Ersthalt, war der wahre Gründer der Gilde. Rilis erlaubte ihm bloß, sein Werk in der Stadt zu verrichten. Ich habe Gerüchte gehört, wonach er sogar mit Galerion um einen Zugang zum Reich des Vergessens gefeilscht hat. Ihr wart die Geliebte eines Sippenhoffürsten? Das war ich. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Doch du glaubst? Angesichts all der Geschichten über Kräfte, die ihm verliehen wurden, die Kraft, den Geist anderer mehr zu beeinflussen. Was ist, wenn ich ihn nie... Was ist, wenn ich ihn nie geliebt habe? Aber merkt man nicht, dass man... Also, ich meine nur, aber... Ja? So, warte, ich will einmal kurz da hinten gucken. Nicht, dass ich hier... Haha! Im Buch. Büchner muss mitgenommen werden. Schicker Wolf. Schicker Wolf Kitty. Wie heißt der Wolf? Wie heißt der Wolf? Was ist das für ein Mount? Das ist nicht der normale Wolf aus dem Shop. Der ist hübsch. Ja, ich weiß, ich geiere schon wieder auf andere Mounts. Kartwolfstürmer. Okay, warte mal, das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Ich weiß nicht, ob man den noch kriegt, aber das schreibe ich mir auf jeden Fall auf. Der ist hübsch. Ich weiß, ich kann von Mounts nicht genug kriegen, aber in ESO sehen sie normal einfach geil aus. Und zwar alle. Okay. Den merke ich mir mal. Das Viech hat aber Angst. Heimat als Clanwolf. Ja, ich wechsle halt meine Mounts tatsächlich immer. Weil ich von allem etwas haben möchte an Mounts. Wobei ich hauptsächlich Katzen spielen will. Ich habe nur nicht so viele... Nein, Kitty. Oh, ich dachte, du hättest es geschafft, drauf zu landen. Nein. Eine unsichtbare Mauer hält mich davon ab, da durchzugehen. Eine unsichtbare Mauer. Ich komme nicht durch. Die Skelette lassen mich nicht. Okay. Ich gehe ja schon außen rum. achte. Oh nein, da ist ein Inni. Ach, ja klar, er kommt drüber weg. Ja. Im Erbe der Familie Rilis befehle ich, öffnet das Gewölbe. Das Schlimmste ist, ich will auch gerne mal diese Inis so machen, aber mir fehlen immer Gruppen. Von hier, Bastard. Also ich kann zwar reingehen, aber es fehlt trotzdem eine Gruppe. Vater, ich bin euer Sohn. Weist ja? mich nicht ab. Verwehrt mir nicht mein Geburtsrecht. Achso, wo kann ich kämpfen? Ins Reich des Vergessens verbannt und der Mann beachtet mich immer noch nicht. Wer seid ihr? Eure Mutter hat mich gebeten. Verdammt, sie glaubt, ich könnte nicht auf mich selbst aufpassen? Ich bin ein Rilis, das Blut der größten Kinder und es fließt durch meine Adern. Ich weiß gar nicht, ab wann du da rein kannst. Ich glaube, ab 15. Level 15 kannst du mal nicht rein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Der Winter einen Schatz. Wonach sucht ihr? Den Helm von Rilis. Er erfüllt den Träger mit der Kraft eines mächtigen Kriegers. Er ist das Geburtsrecht meiner Familie und schon seit Generationen im Besitz der Rilis. Schon seit Rilis dem Ersten. Kann ich... Man kann sogar so...
Ich brauche dafür noch nicht mal Mitspieler. Diese Dungeons meistert ihr in ESO alleine. Ars, Corinium, Pilzgrotte, Verbannungszellen 1 und 2. Oh, die kann ich sogar alleine. Aber warum habe ich damals sonst sie auf die Fresse gekriegt? Ja, der Anfang ist leicht. Für den Anfang solltet ihr euch aber besser auf diese konzentrieren. Pilzgrotte und Spindeltiefen. Ja, aber warum habe ich damals so auf die Fresse gekriegt? Oder konnte ich damals einfach nur nicht spielen? Ja, toll. Ja, ich hätte ihn nachgucken dürfen. Jetzt bin ich geil auf diesen Dungeon. Ich werde ihn für euch holen, um eurer Mutter willen. Nein, ich meine, das könnt ihr nicht. Er ist im Gewölbe unter uns. Die Frage ist halt auch, ob es ein freier Dungeon ist oder ob es ein Dungeon ist, den man aus dem DLC haben muss. Wird von einem von Rieles treuesten Hauptleuten bewacht. Das wäre nochmal eine Sache, die ich nachgucken kann. Wie man die Schutzzauber aufhebt. Er freut sich wegen dem Clan der Wölfe. Okay, warte mal. Ich in ein Verlies. Die Gelöbnisse. Welche Verliese gibt es? Den jeder Zugang hat. Okay. Ah, okay, dazu braucht man kein DLC. Okay. Also da kann sogar jeder rein. Haha. Ich bringe euch also zu den Hauptleuten und ihr beseitigt dann die Schutzzauber? Gut, gut. Ich werde euch sogar für eure Mühen entlohnen. Ja, dann versuche ich das aber sogar mal. Nicht, also, nach der Quest. Sprösslinge des Hauses Rielis von Wert. Für euresgleichen ist der völlig nutzlos. Ich will auch mal Dungeon laufen. Ich will auch mal Dungeon machen. Die Verbannungszellen 1. Verlies. Ja, da will ich rein dann. Muss ich mir die Frage stellen, wo die Verbannungszellen 2 sind? Marsch. Tiefen, Schwarzfäller. Und von Dingens. Wahrscheinlich ist das dann das Folgeding dazu, oder? Reinvoll, Folgenruhe. Ah, das ist eine jetzt kapiere ich es langsam. Das sind Prüfungen. Das sind Verliese. Eieieiei. Das erklärt es jetzt. Alles klar. Ja, gut, dann probiere ich danach halt den Dungeon. Ich weiß, wenn ich so weitermache, dann probiere ich heute gar nichts mehr, aber. Egal. Hallo. Mit meiner Karte an dem Ort, wo wir sind, ist die Zelle 1 und 2 echt. Eben habe ich gelesen 2 und angezeigt wurde mir die Zelle 1. Weird. Aber egal. Ich gehe erst in die 1 und dann gehe ich in die 2, sofern ich überlebe. Ich weiß ja nicht, ob du mit willst, Kitty. Ob du dir das zutraust, mit mir da reinzugehen. Ich habe aber keine Ahnung. Das sei dazu gesagt. Ich habe keine Ahnung davon. Es kann sein, dass wir sterben. Ich kann zwar heilen, aber ich weiß nicht, wie ich dich heile. Jetzt tue ich meinen Teil. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man andere heilt. Also ich habe Heilfähigkeiten, aber ich weiß nicht, wie man die benutzt, außer für einen selbst. Ich weiß nicht mehr, wie man andere wiederbelebt. Das ist halt einfach irgendwie weird, ne? Tachchen! Oh, Aui! Das Ausweichen aus den Aui ist so scheiße. Isondor, ja. Hi. Wer bist du denn? Ich hasse Hofnarren. Hey, ihr! Habt ihr schon einmal Zeit damit verbracht, eure eigene Leiche anzustarren? Nein. Das kann ich nicht empfehlen. Was ist euch zugestoßen? Falarel ist passiert. Der arkane Hofnarren ist grausam Rilis des 12. Ich wusste seinen Auftritt nicht zu schätzen.
Also hat er mich zu Tode gefoltert und meine Seele eingefangen. Nett. Könnte ich irgendwas tun, um euch zu helfen? Was? Ihr würdet mir helfen? Vielen Dank. Ich war einst ein Magier. Bei meiner Leiche ist ein Seelentotem. Meine Einfach Seele nein. ist unten im Spielzimmer. Es ist gleich durch diese Tür durch. Oh, Treib Mensch, im Spielzimmer. Seele ein. Dann ja, Mensch, ja, kein Ding. Also, ich wollte schon immer mal wissen, wie es mit dem Geist ist. Also, ne? Ja, komm, lass uns ins Spielzimmer gehen. Komm. Betrachtet, dass das erledigt. Ich warte auf euch. Kehrt so schnell ihr könnt hierher zurück. Hi, Kitty. Okay. Brenner. Das schaffe auch nur ich. Vor Leidenschaft. Ja, Ryan, vor Leidenschaft. Ja. Hi. Warum lacht ihr denn nicht? Habt ihr den Witz nicht verstanden? Nein. Mein Tod ist mein Meisterwerk. Scheiße. Also mit dem Ausweichen habe ich es aber echt nicht. Das Ausweichen muss ich nur üben. Das Geist ist, das wird da angezeigt, ne? Aber. Ich dachte, Kitty spielt das schon hier. Ich glaube, Kitty spielt gerade nur wegen mir. Kitty hat mir einmal das Geld gegeben und ich glaube, er spielt Kitty nur wegen mir. Wobei, ich freue mich darüber. Ich laufe nicht allein durch die Welt. Ich finde das gerade echt schön. Hybrid kann rein theoretisch schon in das Gebiet, aber ich habe Albert geraten, er soll die Story nach der Reihenfolge spielen. Weil laut dem Chronologiebalken liegt das hier dezent dahinter. Oh, scheiße, ich bin schon wieder. Dezent dahinter, aber halt nicht viel. Also eigentlich spielen die Allianzen alle rechtzeitig, aber. Er soll mal nicht von seiner Liste abweichen. Ich gehe auch nach meiner Liste. Nur ich habe halt die andere Allianz halt. Ich gehe den umgekehrten Weg. Also Halbe spielt von oben nach unten und ich spiele von unten nach oben. Also nur was die Allianzen angeht. Na, no, Mann! Ja, ich habe deine Wolfsarmee gesehen. Ich finde die cool. Ich will auch eine Wolfsarmee haben. Ich will auch. Halbert, komm her. Halbert, sei... Ah, nee, du bist ja schon mein Wolf. Ich wollte gerade sagen, sei mein Wolf, aber du bist ja schon mein Wolf. So, wie lief es? Musst du der Wolf sein? Ich habe Falarel besiegt und eure Seele geborgen. Fantastisch. Es ist schon so lange her. Vielleicht finde ich jetzt etwas Frieden. Was nun? Ich weiß es nicht. Haha, die Lachnicklinge. Ich gehe dorthin, wo es mir bestimmt ist. Hörst du dich jetzt an mich? Wo immer das auch sein ja, mag, ich weiß. Muss ich hab, wohl besser sein als hier. Ich hab dich ja rein Vielen theoretisch Dank. Sowieso immer an meiner Seite, wenn ich den Wolf raushole. Würdet? Klingt falsch. Egal wie ich es sage, ne? Es klingt falsch, wenn man nicht weiß, dass du einen Wolf. Also, dass ich das, den Wolf statt dir benannt habe. Müsste nur gucken, wie das ging. Wie ich immer mit dir schreibe.
Ja, ich weiß auch nicht, aber. Ne? Also, ich möchte Vampir werden, wenn das geht. Unsichtbare Mauer. Hey ho, hey ho. Wir sind vergnügt und froh. Oder? Würchen. Nein! 136. Sag es beim Namen, du reitest mich. Oh ja. Wage nicht gerade jetzt, aber ja. Ich kann ja gleich das Mount mal kurz wechseln. Im Namen von Sippenhofe. Hupman Arami. Hi. Huch, oh, ich habe aus Versehen meine Waffe gewechselt. Kein Wunder, dass ich weniger Schaden mache. Ich habe einer meiner anderen Schadensvampir. Geil. Wenn ja, wäre es richtig geil. Der Schutzzauber fällt. Warte. Ich wechsle einmal zum Reittier. Da. Jetzt reite ich auf Hybrid. Am Ende zieht er sich wieder aus und macht komische Sachen zusammen. Huch. Alter, das klingt geil. Oh mein Gott, da krieg ich richtig Gänsehaut gerade. Liebe Wolfsgeheul, ne? Das Spiel hat schneller, ich muss dir weg. Ey, im Kampf wieder nicht. Genug Hymne für Hybrid geschlagen. Da gehe ich gleich rein. Auch wenn das schon wieder Dingenszelle Dingens ist. Spiel mit uns. Komm doch und spiel mit uns. Wir sind schon groß und vier. Gute Arbeit. Und jetzt zum Schutzzauber. Was denn, Ryan? Was hast du? Das war langsam wegbewegen. Nein. Nein. Tust du nicht. Hier geblieben, Fräulein. Hier vor sich, Sorundil. Was habt ihr getan? Keine Sorge, Mutter. Das Gewölbe ist offen. Seid ihr bereit? Ja, dann mal los. Mutter wird hier bleiben, während wir unten im Gewölbe sind. Wir werden mein Schicksal erfüllen. Wird eure Mutter hier oben sicher sein? Wir werden nicht sehr lange dort unten sein. Und sobald ich mit dem Helm wiederkehre, bin ich ein mächtiger Rilis-Krieger. Ich werde sie für den Rest unseres Lebens beschützen können. Ja, nice. Ich glaube, Kitty hat ein Level up. Ich bin schon was so viel. Komm doch und spiel mit mir. Hi. Hi. Entschuldigung. Nichts vorhin. Fettilein, wenn dann. Nein. Darf ich bitte? Nein. Warum? Warum darfst du nicht? Nein. Komm. Ja, Kitty. Ich würde schon sagen, das hätte mich jetzt aber gewundert. Ich werde mich revanchieren, sobald ich meinen Helm habe. Ja. Also bevor wir in den ins Verlies gehen, muss ich aber einmal noch aufs Töpfchen. Oh Gott, ich ziehe das jetzt tatsächlich durch. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Rilis und ich bin hier, um mir das zu holen. Ja, ich bin auch ein Rigips. Keine Angst, ich bin auch ein Rigips. Alter, wie langsam wollen sie eine Treppe runtergehen? Warum hat er einfach schon Schiss, ne? Ja, was denn? Gut. Er sagt doch die ganze Zeit, dass es ein Rigips.
Ja, ich weiß, er sagt Rilis, aber Rilis klingt besser. Das ist was Jahrhunderten. Wie hat das unsere Seelen verdreht? Entstellt! Alter! Hört auf zu jammern! Es ist mein Schicksal, mein Geburtsrecht einzufordern. Ich bin schon groß und viel. Ihr komm doch und spiel mit mir. Caillou. Caillou. Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist das dein Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Ist da irgendwelche? Nein. Kein Hirn. Der Helm. Und nur Fluff. Mir allein. Nicht mal wieder. Kann da nicht. Ich hab das Video und wieder gesehen. Ich bin ein Rilis. Ich bin ein Rigips. Genau. Macht das Rigips. Und seht, was es bedeutet, ein Rilis zu sein. Oh, ja, komm schon, der war gut. Und seht den Erben von Castell Rilis. Ja, Castell Rigips, genau. Ja, ob die das anzugucken. Was passiert mit mir? Nein, mit mir? Das ist süß und das ist knuddelig und ich lieb. Ich bin ein Rilis. Du bist ein Rigips. Du bist ein Rigips. Nur jene reinen Blutes können den Helm beherrschen. Bin ein Rigips, bin ein Rigips. Du bist ein Rigips, du bist ein Rigips. Ich bin einer von euch! Oh, ein Wolf! Tell me why. Mutter, es tut mir leid. Mutter! Entschuldigung. Was denn? Ja, mir geht's gut. Wieso? Ja, wie dürfen wir da raus? Ich hatte meinen Bruder dazu überredet, den Helm zu tragen und habe dann die Meute angeführt, was die ihn getötet. Was ist das schon, diesen süßen Öhrchen? Ist der etwa Hirn? Tod trug Mutter nein, den Helm. Kein Hirn. Nur Fluff. Ich trug den Helm bei der Schlacht der 10 Schlunde. Ich tötete meinen Sohn mit was meinem bloßen Was ist zwischen diesen süßen Öhrchen? Mein Onkel ist hat den Helm jahrelang von mir versteckt. Nein, an meinem kein Hirn. Riss ich ihm nur Fluff. Raus. Der Helm ist die Quelle unserer Macht. Und unser Sohn, wizard, nur ein wahrer Sohn von okay. Rilis kann den Helm tragen. Jetzt verschwindet. Laila. Jetzt habe ich einen zweiten Ovo. Ganz toll. Die Wachen sind wieder ruhig. Etwas ist geschehen. Wo ist quasi ein Mage oder wo ist das so? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich bin bei mir am Hadern, ob ich Bogen oder zwei Schwerter nehme. Ich weiß es bei mir noch nicht. Wobei ich wahrscheinlich, sobald ich es kann, umskillen werde und dann zwei Einheitenwaffen, also ne, Doppelschwert. Und ich werde einfach ignoriert. Nein, ich lese es. Die Pekanus habe ich zum Beispiel vorgelesen. Aber davon kriege ich keinen Ohrwurm, weil die Melodie habe ich nicht im Kopf. Meine Probleme sind tatsächlich Laila. Caillou tatsächlich gerade, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, und die Öhrchen. Das sind tatsächlich so gerade meine... meine drei Ohrwürmer. Egal wie voll die Kiste ist, Xavier kam immer noch... Oh nein, Heimat, nein. Ryan, nein!
Lass mich nussfrei. Ich habe eine Nussallergie, weißt du? Habe zwar nicht, aber egal. Es tut mir leid, Elanwe. Er ist tot. Tot? Wie das? Was ist dort unten geschehen? Die Magie des Helms hat ihn übermannt und er griff mich an. Ich hatte keine Wahl. Ich musste ihn töten. Ihr habt getan, was ihr konntet. Oh ja. Ich wusste irgendwie, dass es so ich will sie nicht mehr wohl so geben. Vielen Dank, dass ihr euch des Lebens einer Mutter erbarmt habt. Ich wäre jetzt gerne allein. Aus. Einfach aus. Einfach aus. Da oben ist noch. Aber ich will mir erstmal das Verlies angucken. Wobei, bevor wir zum Verlies gehen, muss ich wohin? Aber willst du mir schon mal da... Das ist der falsche Weg. Willst du zumindest schon mal da hingucken. Einmal Luki-Luki machen. Ihr schöner Jünger, geiler. Lass es. Vorsicht, Milchgesicht. Hier gibt es ein paar gefährliche Orte. Ihr könntet zermalmt werden. Oh, Mann! Das Schlimmste ist, ich könnte es mir halt im Hintergrund anmachen, ne? Das hört man tatsächlich nicht, wenn ich es jetzt im Hintergrund laufen lasse. Da die Lautsprecher da hinten stehen. Ja, den Synchronleucht hier. Ich bin kein Milchgesicht. Ich habe schon genug schreckliche Dinge gekämpft, als ihr euch vorstellen könnt. Wogegen habt ihr denn schon gekämpft? Gegen ein paar Schlammkrabben und ausgehungerte Banditen? Nö. Die Unerschrockenen gehen die großen Dinge an. Unheimliche Dinge, die man in den dunklen Ecken der Welt findet. Dinge mit fleischfressenden Fäusten. Oh, geil. Fleischfressende Fäuste. Die Unerschrockenen? Wer sind die Unerschrockenen? Wir sind das. Allesamt Abenteurer auf der Suche nach Nerven. Ich bin den ganzen Tag schon wieder den Ohrwurm von diesem Lied und ich hätte deine Kopfhörer vergessen, also kann ich diese Wahrheit nicht hören. Wir kämpfen, um zu beweisen, wer der Stärkste ist. Warum hast du denn deine Kopfhörer Wollt vergessen? Ihr mitmachen? Warum? Na, dann müsst ihr euch würdig erweisen. Aber ja, stimmt, ich hab's auch durchgehend im Kopf. Aber wie kannst du deine Kopfhörer vergessen? Wie geht das? Das ist einfach, was mir nie passieren könnte und meine Kopfhörer vergessen. Ja, ich möchte einer der Unerschrockenen werden. Das ist die richtige Einstellung. Was ist schon eine jahrhundertealte verfluchte Blutlinie angesichts ungezügelten Draufgängertums? Ja. Betretet die Verbannungszelle. Mach ihn nicht, ich muss aufs Klo. Ärgert ein paar Geister. Falls ihr lebend wieder herauskommt, dann trefft mich in der Taverne in Wulkelwacht. Geh mal von aus, dass Kiri mich begleitet. Will den Verbannungszellen helfen? Dieser hilft nicht. Der Dieser hat bereits der Pflicht Genüge getan. Dieser hat seinen Teil an gefährlichen Orten gesehen. Seine Aufgabe beschränkt sich darauf, Anwärtern den Weg zu unergründlichen Schrecken zu weisen. Aber viel Glück dort drin. Falls ihr zurückkommt, habt ihr sicher Aber etwas das heißt, zu erzählen. Kaputt ist und nur noch eins habe und das war noch in meinem anderen Rucksack. Ach so. Ja gut, das sei entschuldigt. Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft? Eigentlich interessiert das auch keinen, oder? Wir sind das wiederholt sich alles. Geil. Gruppenverlies. Ihr habt ein Gruppenverlies entdeckt. Diese erkundet ihr am besten in einer Gruppe. Gruppenverliese sind abgeschlossene irgendwas. Verballung. Ah, okay. Es ist tatsächlich beides in einem. Ja, natürlich starten wir mit 1. Aber bevor wir da weiter großartig durchgehen, da bin ich einmal kurz auf dem Klo. Bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe leider noch keinen Gehilfen, der mitläuft. Sonst hätten wir zumindest 3 Leute. Also, wären wir zu dritt. Aber egal, das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, ich bin einmal ganz kurz wo.